Es bleibt nur noch eine Frage. Wie konnte die Tochter geboren worden? Wie ist. Na, wir machen mal weiter. Wir haben das nächste Kapitel 14: Das Massaker bei Charon Nonna. Oder Männer. Aussprache schwierig. Wie konnte sie hier geboren werden? Ist, wann er weg muss, ne? Jetzt warte mal eine Sekunde, verdammt! Was soll der Scheiß? Lass mich! Siehst du, was die Herren gerichtet hast? Hast du irgendeine Ahnung? Du bist total irre, Mann! Du bist tot! Und ein Geist! Harter Schlag für einen Geist. So, dann mal. Was ist denn dran schuld? Du hast mir die Nase gebrochen, du senile Stück Scheiße! Das Eigenknochen, Junge. Du hast mich belogen! Das habe ich nicht. Ja, na sicher. Du hast mir versprochen! Ich kann nichts dafür, wenn du meine Versprechen falsch verstehst. Meine Mom ist gestorben! Du wusstest von meiner Trauer und du hast es ausgenutzt! Ein Reisender ist nur so stark wie sein Gefährt. Du hast uns einiges zu erklären und einiges zu zahlen! Hilfe! Hilfe mit ihm! Scheiße! Nein, Sam! Oh Gott, bitte! Bitte, hilf mir! Die Maus war weg! Ja! Linda! Oh. Shit! Nichts wie weg! Jetzt! Das ist Schalter. Schnapp dir sie! Du Stück Scheiße! Thank you.
Aber der hat's verdient. So, die anderen beiden. Du Scheißding! Ich kann doch nichts tun. Ach so. Ich finde jetzt noch ein Hammer, super. Haben wir hier noch irgendwas? Oh, ein Chen. Der Generator läuft gleich. Es fehlen nur ein paar Teile. Okay. Ausstellerdatum, Ablaufdatum, bitte melden Sie bei Flüssigdiebstahl, da gerade unbedingt aus Büro. Das Stahlwerk von Shatterhills behält sich das Recht vor, dem Karteninhaber im Fall von Notfällen oder Sicherheitsrisiken die Sicherheitsfreigabe zu entziehen. Sicherheitsweis, Dr. April Hase. Schade, okay. Ein Teil. Teil Nummer 2. Gut. Scheiße. Scheiße, das war ja enge.
Lauf! Sam. Ich hab dich schon mal getötet, Frank. Und ich werde es immer wieder tun. Ist es doch nicht. Ja, scheiße. Volltreffer, Arschgesicht. Seine Bestimmung gefunden. Mein Held. Ein des Entitus würdiger Killer. Der Übergang zwischen den Welten wird durch Opfer und Gewalt geöffnet. Die Macht des Entitus wird alles verschlingen. Was wird aus mir, der Person, die ihm diese Welt dargebracht hat? Ich werde seine treu ergebene Dienerin sein und sein Wissen aufsaugen, an seinem Ruhm teilhaben. Ich bin Augustin Lieber. Ich habe den Entitus in diese Welt gebracht. Ich bringe dir die Opfer dar. Demütig erwarte ich meinen Lohn für treue Dienste. Endlos. Das war sowas von klar. Sie ist das Opfer. Verdammt, Dreck!
Hast du einen guten Rat für dein Maddie-Bärchen, Mom? Ein wenig Hilfe wäre echt super. Ganz egal, was... Real sein, oder? Ist das wirklich da? Ist das wirklich eine gute Idee? Nein. Aber nur so können wir sicher sein. Und wir müssen sicher sein, oder? Ja. Ja. Okay. Es ist wirklich da drin. Was machen wir damit? Also, wir zerschneiden es. Wir nehmen jeweils ein Teil und sorgen dafür, dass sie nie wieder zusammenkommen. Nötig ist, dann schätze ich, ist es wohl nötig. Ich weiß, das klingt extrem. Nein. Nein, genau das hätte mein Dad sich ja auch vorgeschlagen. Wenn er hier wäre. Die Filmbänder hätten nie wieder zusammenkommen sollen. Wer nimmt das dritte Stück? Ich finde jemanden. Dann werden wir wohl einfach weiterleben, als wäre nichts passiert. Genau. Es wird sicherlich viele Fragen geben. Und wir wissen von nichts. Unsere Welt wurde von einem Reich jenseits von Raum und Zeit verschlungen. Dank mir. Kleiner Free. Das war alles? Okay.
gibt danach kein Zurück mehr. Wir leben. Wir sind entkommen. Nein, nicht alle von uns. Linda, ich fasse es nicht. Sie hat einfach... Nein, ich glaube nicht. Zumindest hoffe ich, dass da drin nichts mehr von ihr übrig ist. Nach dem, was passiert ist, dachte ich, du wärst erledigt. Ich war schon oft weg, aber ich komme immer zurück. Was ist mit Augustine? Was ist mit ihr passiert? Ich hoffe, sie hat bekommen, was ihr kleines, kaltes Herz wollte. Und alles, was sie verdient hat. Sam, da sind Leute. Hey, hey, ich brauche Hilfe. Hallo, warum sitzt ihr alle nur da? Wer sind die? Was ist mit denen los? Ich weiß nicht. Aber ich glaube, sie sind schon lange hier. Das gefällt mir nicht. Wir müssen weiter. Na los! Uns nicht. Ich weiß nicht. Was tun wir jetzt? Ich weiß nicht. Können die uns helfen? Ich fürchte, sie können uns nur gegenseitig helfen. Soweit das eben möglich ist. Egal, ob Killer oder Überlebender, der Entitus spielt auf ewig mit unseren Seelen. Endlose Prüfungen, voller Furcht, Hoffnung, Schmerz, Opfer. Nicht mal der Tod ist ein Ausweg. Komisches Ende. Vielleicht für den zweiten Teil. Ich lasse das hier mal so einfach laufen und vielleicht erfahren wir ja noch was zum Schluss. Dann bedanke ich mich erstmal schon bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wir haben einiges versaut im Spiel. Aber das passiert mir immer. Also völlig okay. Ja. Ist irgendwie ein unbefriedigendes Ende bis jetzt. Ich weiß nicht, ob es mehrere Enden gibt. Ich werde mal noch einige Let's Plays von anderen auch schauen. Mal gucken, wie es bei denen ausging. Aber jetzt lassen wir es erstmal laufen und ich sag schon mal danke fürs Zuschauen. Und tja, bis zum nächsten Let's Play. Vielleicht kommt ja doch noch was. Ach ja, falls ihr wisst, ob es wirklich mehrere Enden gibt oder sonst irgendwie, dass es irgendwie anders ausgeht, schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Dankeschön.
Ich sehe übrigens das Weiter unten. Ich lasse es hier trotzdem durchlaufen. Nicht, dass ihr euch wundert. Ihr könnt ja vorspielen, wenn es euch stört. Thank you.
Alter, das sind ja wohl die längsten Endcredits, die ich jemals bei einem Game hatte. Meine Fresse. Ich würde aber ungern weitergehen. Ich habe Angst, dass er dann zurück ins Menü geht und falls noch was kommt, verfassen wir das. Ich denke mal, wir sind jetzt gleich fertig. Weil es kommen schon die Special Thanks und wir warten mal noch einen Moment. Wir sind durch. Ich glaube wirklich, wir sind jetzt durch.